Mein Name ist Lisa Schubach, ich bin die Falknerin in der Falknerei am Rennsteig. Und vielleicht kennt uns ja der ein oder andere aus dem MDR-Fernsehen. Dort gibt es ja eine kleine Doku-Reihe über unseren Familienbetrieb. Und wir wollen heute hier unsere tägliche Flugshow abhalten. Und das Besondere dabei ist, dass unsere Flugshow eine interaktive Flugshow ist. Das heißt, jeder, der uns besucht, hat die Möglichkeit, soweit unsere Tiere das schaffen, mal selber in die Rolle des Falkners zu schlüpfen und mal so einen Vogel auf die Faust zu nehmen. Und ja, generell sieht man vieles und erlebt man vieles über Greifvögel. Man hört sehr viel über die Tiere, wie sie leben, was die Besonderheiten sind. Wir haben Eulen, Falken, Bussarde, Adler, Seeadler, auch einen fischenden Seeadler mit dabei und natürlich auch die Geier, die die Flugshow mit begleiten werden. Und unsere Besucher sind hautnah dabei. Zum Beispiel mache ich ja einen Junior-Falknerschein. No, und dafür haben wir jetzt hier so ein separates Gelände, wo die Kinder dann auch mal am Feuer sitzen können, wo sie hier am Tipi mal sitzen können, im Tipi auch musizieren können. Da halte ich also meinen Junior-Falknerschein ab für Kinder, die mal so ein bisschen mehr in das Thema Falknerei einsteigen möchten und überhaupt mal auch auf Tuchfühlung gehen möchten mit so einem Greifvogel. Das Ganze hier kann man natürlich auch mieten, wenn man einen Kindergeburtstag abhalten will oder auch für Erwachsene gerne. Na, dann kann man sich hier aufhalten und ist ein bisschen weiter weg von den anderen Zuschauern und kann hier dann seinen Snack einnehmen oder wie auch immer. Mhm. Genau, und wenn wir selber natürlich eine Feierlichkeit haben, dann machen wir das auch oft hier. Okay, gut. So, hallo, wir grüßen euch recht herzlich hier bei uns in der Greifwarte Falknerei am Rennsteig zur heutigen Flugshow. Und wir möchten euch gerne in die Welt der Greifvögel und der Eulen entführen. Sehen Sie, der Mann hat einen Vogel. Also ihr merkt schon, bei uns bekommt heute jeder einen Vogel, wer das will. Ein Adler sieht auf 2 Kilometer entfernt eine Maus, auf 4 Kilometer einen Hasen. Also wirklich, die sehen euch ganz genau, wenn die da rumkreisen. Die können sich das ranzoomen, so wie wir das mit dem Fotoapparat machen, so mache ich das. Zusammen nach unten sinkt, will er natürlich wieder auf den höchsten Standpunkt. Das heißt, er würde am Arm hochkraxeln und vorne auf der Hand. Ja? Also bitte schön hochhalten und zweitens nicht streicheln. Keine Streicheltiere, die bisschen und das darfst du mal bewegen. Nimmst das Ende in die Hand, läufst so schnell du kannst die Wiese hinunter, ziehst den Hasen hinter dir her und sobald der Vogel hier drauf steht, auf dem Hasen bleibst du auch nicht stehen. Alles klar? Auf 3, so schnell du kannst. 1, 2, oder? Das sieht gut aus. Ganz kurzen Applaus an die Vivi. Vielen, vielen Dank. Ja, den Hasen darfst du einfach abgeben und darfst ihn wieder setzen. So oder so ähnlich sieht das also aus, wenn ich mit dem Greifvogelhasen genauso gucke, wie wir es jetzt hier sehen. Ja, also wir wollen uns vor uns ärgern. Und jetzt kommt der Bolle noch dazu, oder? Ja. Der will auch was vom Kuchen abhaben. Okay, ha? Dann komm du zu mir. Genau, dann macht's da. Der Wolle. Ah, okay. Wie schön mit Küken im Sudel mitten ins Gesicht. Der kommt nochmal nördlicher vor und laut der Bergmannschen Regel ist es ja so: je nördlicher die Tiere vorkommen, desto größer und schwerer werden sie. Je südlicher, desto kleiner und leichter. Der sibirische Uhu hat also von allen Eulen dieser Erde das nördlichste Verbreitungsgebiet und dementsprechend ist er auch der größte. Und gibt es wieder genügend Uhus? Das waren ja auch mal eine Zeit lang relativ stark, besonders hier bei uns in Deutschland wieder sehr erholt. Paula hat dazu auch ein Stückchen was beigetragen, zumindest letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt ja über unser Familienbetrieb eine Doku-Reihe im MPR. Aber wie es am Ende ausgeht, kann man dann eben nicht schlecht prüfen. Aber wir hoffen, dass wir. Ja, Paula, heute bist du gemütlich unterwegs, ne? Wird natürlich dann auch ein bisschen schwer für unsere Gäste, ne? Merkst du schon, ja? So ein Uhu ist kein D-Zug, ne? Der hat alle Zeit der Welt, ne? Besonders die Paula. Vielleicht mal eine Sache, das haben wir ja eben beim Bartkörz vermisst, das sind diese Federbüschelchen, die man hier oben am Kopf sehen könnte. Die werden ja fälschlicherweise immer als Federohr bezeichnet. Ja, der Iko ist ein russischer Steppenadler, deswegen hat er natürlich auch diesen schönen russischen Namen Igor bekommen.
Wir sprechen ja immer vom Raubvogel. Ja, und das ist irgendwie so ein negatives Wort. Am Ende rauben diese Tiere uns sowieso gar nichts. Also es gibt kein Tier hier auf dieser Erde, was sich mehr der Natur entnimmt, als es in diesem einen Moment wirklich zum Überleben braucht. Bis auf ein einziges, das kennt ihr alle, seht ihr jeden Morgen im Spiegel. Ja, jeder einzelne von uns ist so ein Raubtier. Die Greifvögel hier auf dieser Erde noch lange leben und die nachkommende Generation diese Erde auch noch so grün vorfinden, wie sie jetzt ist. Und ich hoffe, wir konnten dazu einen kleinen Beitrag leisten. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Facebook, Instagram und dergleichen. Das hilft uns besonders nach diesen Zeiten. Sollte es euch nicht gefallen haben, behaltet es für euch. Ja.